Ich freue mich sehr, zu der Ausstellung von Matthias Hornung, Digital Melt, ein paar Worte beisteuern zu dürfen. Nun kann diese Einführungsrede in Anführungszeichen leider nicht leibhaftig im Kunstverein Bad Nauheim stattfinden, sondern, aber das ist ja auch schön, im Atelier von Matthias Hornung in Berlin. Corona geschuldet, selbstverständlich. In dieser Serie Digital Melt, die zu sehen sein wird in Bad Nauheim, setzt Matthias Hornung wie so oft Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ein äußerst produktives, in ein oszillierendes Verhältnis. Er bringt auf den ersten Blick ganz unvereinbare Dinge zusammen, schlägt die Brücke vom Holzschnitt, einem der ältesten reproduktiven Medien überhaupt, zu unserer Gegenwart, zu der digitalen Welt und verschmilzt gleichsam unterschiedliche Codes zu irritierenden Bildereignissen. Es ist so, als ob diese Bilder jeweils Ambivalenzen zwischen den unvorhersehbaren Dingen herstellen und zugleich austragen. Digital Melt schmilzt, und darauf verweist ja bereits der Titel, diese unterschiedlichen Muster ineinander. Der Computer einerseits bildet ja, wenn wir sozusagen hinter den Screen schauen, Patterns und Muster, vergleichbare Muster. Das Ähnliche im Anderen stellt Matthias Hornung her, indem er ganz haptisch, ganz materiell in die Holzplatte, in den Stock einfräst, Muster hervorholt, einfärbt, verschwinden lässt und so ein fast ornamenthaftes mit dem Computer, mit dem Innenleben des Computers vergleichbares Ereignis herstellt. Beide Reproduktions- und Speicherverfahren ähneln dann wieder, und das ist ja der Ausgangspunkt von allem, den Prozessen im Gehirn. Auch im Gehirn werden ja ständig Einschreibungen vorgenommen, Löschungen, neue Lesarten, Fragmentierungen, Zipfelchen fügen sich immer neu zusammen und etwas ähnlich Palimpsesthaftes bilden diese Arbeiten von Matthias Hornung, die aus vielen Schichten bestehen und uns hineinlocken in die Wahrnehmung dieser Schichten, die sich aber nie rigide verfestigen, sondern eben dieses oszillierende, schlingernde seines Ausgangspunktes, eben des Verschmelzens, anwesend halten. Anders als beim Computer ist hier das Material das ganz Wesentliche, obwohl natürlich auch diese immateriellen Bilder, die wir ja heute versucht sind, absolut zu setzen, des Computers, auch Materie bedürfen. Hier aber haben wir das Holz. Das Holz ist schon im Begriff unmittelbar mit dem Wort Materie, Materias, Material verbunden. Und es scheint mir, als ob Matthias Hornung mit beidem umgeht. Das Material ist Widerstand und Möglichkeit zugleich. Dem Material eignet etwas Widerständiges, Wildes, etwas Unvorhergesehenes. Und in gewisser Weise ist es ja so, dass das Material jede Bildlichkeit prekär machen. Diese Bilder sind, oder diese Bildwerke, Bildgebilde, kann man ja sagen, sind keine Fenster, wo wir durch das Material hindurch auf etwas Immaterielles schauen, sondern die Materie, der Stock, ist anwesend, ist aktiver Mitspieler, bringt seine Eigenständigkeit, seine Widerständigkeit, seine Verfasstheit, kann man ja fast sagen, ein und lässt dann sozusagen vom Künstler auch das, was in der Materie als
Basis unseres Seins ist, hervorholen, hervorleuchten. Nun ist es ja so in den Arbeiten von Matthias Hornung, dass der Druckstock sich verselbstständigen kann oder sich verselbstständigt hat zum eigenständigen Objekt, zum Relief. Und auch das Relief bildet ja eigentlich oder ist eigentlich ein übergängiges zwischen Fläche und Raum. Es ist ein Schwellenraum. Und es ist ja etwas Merkwürdiges, dass das Bild, also das klassische Tafelbild, eigentlich eine unanschauliche Anschaubarkeit herstellt, dass etwas, was nicht da ist, sichtbar ist, während die Skulptur faktische Gegenwart und Anwesenheit ist. Das ist ja der alte Paragone zwischen Malerei und Skulptur, der Traum, die Illusion einerseits, das Material, das Spiel, das Faktische andererseits. Hier kommt beides zusammen. Auch das wäre ein Melt, ein Ineinanderschmelzen. Also nicht nur die digitalen Codes und der alte Holzschnitt, sondern auch Skulptur und Malerei, Skulptur und Bild sind hier ineinander. Das sieht man ja auch bei diesen neuen Arbeiten, wo die Farbe eine ganz wesentliche Rolle spielt. Also das, was geschnitten, gefräst als Spur, die natürlich dann auch die Hand des Künstlers, der die Fräse hält, mitschwingen lässt, wird noch einmal sozusagen transzendiert, illuminiert, in ein anderes überführt durch diesen Einsatz der Farbe, die ja immer, und um mit Goethe zu sprechen, etwas verweist auf ein turbulentes auf eine turbulente Seherfahrung, die sich erst nach und nach zu einem lesbaren Bild konfiguriert. Also auch das haben wir hier, diese noch einmalige Höhung des geschnittenen, gefrästen Reliefs durch die Farbe, die dann von Druckstock zu Druckstock auch immer sich verändern kann. Durchaus in ihrem Eigenleben. Hier bildet diese Bearbeitung ein gleichsam grafisches, auch architektonisches Muster, das dann belebt wird, immerfort in der Spannung von Einmaligkeit und Wiederholung. Der Druck ist ja ein reproduktives Medium, er dient der Reproduktion und das wäre der dritte Melt sozusagen, dass bei Matthias Hornung die Druckstöcke sich je und je verändern und dann sozusagen Einmaligkeit und Wiederholbarkeit wiederum miteinander in Korrespondenz, in Kommunikation treten lassen. Und so bildet auch der Stock als selbstständiges Element an der Wand und die Grafik, also der Druck, ein System von kommunizierenden Röhren von einem zum anderen, von der Fläche, der Bildfläche zum Objekt und zurück. Und eigentlich sind wir immer als Betrachter in diesem Zwischenraum der unterschiedlichen medialen Möglichkeiten. Also Holz, Papier, Computer sind unterschiedliche mediale Möglichkeiten, die darauf verweisen, auf unseren Versuch verweisen, etwas Vergängliches aufzubewahren, zu speichern und zur Verfügung zu stellen. Und auch diese Speicherung von Gedanken, von Imaginationen, die ja sonst flüchtig wären,
vergänglich wären, sind, denke ich, oder könnte man sagen, spielen in diesen Arbeiten mit. Wir haben hier ja Fragmente des Druckstocks dieser Arbeit, die dann, und von daher kann man sagen, dass die Druckgrafik ein obskures Medium ist, die dann ja erst sichtbar wird, wenn der Stock abgehoben ist. Das ist ja eine ganz merkwürdige Geschichte. Auch hier ein Ineinander der Gegensätze. Im Druckverfahren kann der Künstler ja das, was er herholen will oder was er erschaffen will, zunächst gar nicht sehen. Er muss ja erarbeitet nicht nur spiegelverkehrt, sondern er arbeitet eigentlich in einem ungreifbaren Vorstellungsraum, so greifbar, so haptisch der Prozess an sich auch sein mag. Erst wenn der Druckstock abgehoben wird, sieht man, was geschaffen worden ist, ein Moment auf Leben und Tod, möchte man sagen, der dann den Entwurf des Künstlers erst sichtbar macht. Die Spur, also die eigentlich zu entgleiten droht, die uns immer zu entgleiten droht, die Spur, das Gespür des Künstlers für etwas, was noch nicht sichtbar ist, kommt gerade in diesem obskuren Medium der Druckgrafik besonders hervor. Das scheint mir das Wagemutige, das Beherzte an der Arbeitsweise von Matthias Hornung zu sein, dass er diese alten Gegensätze sich wechselweise neu beleuchten, neu in den Raum einführen lässt, dass er Verwandtschaften und Widerborstigkeiten, Ähnlichkeiten und Differenzen aufzeigt, neben allem natürlich den Betrachter hineinführt in unvorhergesehene Erfahrungs- und Sehräume, die wir dann neu und neu entdecken können. Es ist Ahnenforschung und Zukunftsforschung zugleich. Es ist die Frage, was ein Bild ist, was die Materie ist und wie das wie beides oder noch viel mehr sich zusammentun, um gleichsam eine Bühne zu herzustellen, eine Bühne zu erspielen, auf der sich die Vorstellungskraft des Betrachters neu entfalten kann.